Ich hatte bei mir das Problem, dass jetzt schon immer Bank 2, oder vielleicht habe ich noch das Problem, Magerlauf angezeigt hat. Immer wenn ich das Ding ein bisschen mehr gequält habe. Ja, und ich hoffe und ich denke, dass es an diesen Dingen liegt. Die werden öfters an einem Plan schon nicht, beziehungsweise so ein O-Ding eingegossen, so ein roter. Ich schätze mal, von der Wärme schrumpft das alles so ein bisschen und dann wird es undicht. Im gleichen Zuge werde ich auch meine Klappern kontrollieren, gucken wie die ist, ob ich da auch so einen Reparatursatz kaufen muss oder nicht. Wir schauen mal. M54, BMW, dieser, Klappensteuerung, Ansaugbrücke. Werden öfters mal undicht. Ich habe jetzt ein Opel-Ohrring genommen vom Thermostatgehäuse C20NE. Passt ja ganz gut. Ja. Ich denke mal, das Spiel ist okay. Klappe geht mehrmals auf und zu durch den eingebauten Unterdruckspeicher. Ich schätze mal, die ist okay. Also ich muss sagen, dieses Opel-Ohrring vom Thermostatgehäuse, das geht schön stramm rein. Also fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an wie das originale rote, was da vorher drin saß. Im Internet gibt es die Ringer von, ich weiß gar nicht, wie die Firmen da alle heißen. Die kosten glaube ich 6-7 Euro oder was. Aber ich habe das Ding da gelegen gehabt, passt vom Durchmesser ganz gut. Und ich denke mal, wenn es 90-100 Grad Wassertemperatur aushält, dann hält das sowieso aus. Von daher, alles gut.